11 Tage Passaiatal, kleine Wohlfühloase, großes Sorgencamp. Sie spielen sich ein und schuften. Es läuft vieles gut, aber noch mehr schief. Große Belastungen durch Verletzungen, Zwischenfälle, Nebengeräusche. Doch das Fazit des WM-Beauftragten zielt in eine andere Richtung. Insgesamt war die Stimmung und der Teamgeist in dieser Mannschaft absolut gut. Es hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht und meinem Stab, das zu sehen, wie die Mannschaft so auch immer mehr zusammenwächst, zu einer Einheit wächst und darüber hinaus auch wirklich sehr, sehr konzentriert und fokussiert trainiert. Damit war ich wirklich absolut zufrieden. Nicht gefallen hat Löw der Fall Großkreuz. Der BVB-Profi wird auf seine Vorbildfunktion hingewiesen. Am nächsten Tag wird bekannt, dass Löw seinen Führerschein abgeben muss. Das Rumkurven auf der Wiese ist ihm aber noch gestattet. Dann der atmosphärische Tiefpunkt. Ein tragischer Zwischenfall, der intern und in der Öffentlichkeit Grundsatzfragen aufwirft und heftig diskutiert wird. Ein PR-Termin mit den Piloten Rosberg und Wehrlein gerät zu einem Unfalldrama mit in den Autos Draxler und Hövedes. Klar, dieses Trainingslager war ein bisschen überschattet von diesem tragischen Unfall, der passiert ist. Da gilt unser aller Mitgefühl natürlich auch den Betroffenen, den Verletzten, deren Familie. Ich hoffe, dass das wieder irgendwie auch die Verletzten wieder gesund werden. Eine Vorbereitung mit Hindernissen. Fast täglich grüßt das Verletzungspech. Problemposition defensives Mittelfeld. Der vielseitige Lars Bender muss abreisen. Immer noch nicht ins Teamtraining eingestiegen, lahm, der wegen einer Überbelastung des ledierten Sprunggelenks wieder kürzer treten muss. Comeback frühestens nächste Woche. Ein anderer Leistungsträger dagegen macht Fortschritte. Schweinsteigers Blessur an der Patellasehne so gut wie ausgestanden. Champion Sami Khedira hat zwar einen Schlag auf sein operiertes Knie bekommen, doch es ist nichts passiert. Voll im Soll. Es ist ein gutes Zeichen, dass er auch jetzt, selbst wenn er mal auf dem Boden liegt, aufsteht und am nächsten Tag voll trainieren kann. Also rein funktional und körperlich ist bei ihm alles in Ordnung. Weiterhin Sorgen um Manuel Neuer. Seine Schulterverletzung ist immer noch nicht verheilt. Wieder Laufübungen, aber noch kein torwartspezifisches Training. Ich gehe mal davon aus, dass der Manuel, der jetzt auch schon wieder vieles gemacht hat, eigentlich viel mehr, wie wir gedacht haben, und dass der nächste Woche auch mit dem Torhüter-Training anfängt. Wenn es denn nicht so sein sollte, was ich nicht annehme, hätte ich bei Roman Weidenfeller überhaupt keine Bedenken. Der ist einfach großartig in Form. Die Flugerlaubnis gegen Kamerun hat Roman Weidenfeller erhalten, der sich in Südtirol positioniert hat. Große Persönlichkeit, auch innerhalb der Mannschaft, im Training zeigt er Klasseleistungen. Der ist auf einem ganz hohen Niveau. Die 1 steht schon auf seinem Schuh. Doch der BVB-Schlussmann meldet keine Ansprüche an, sieht sich als neuer Stellvertreter. Langsam beginnen die Tage der Wahrheit. Gesucht 3 Streichkandidaten. Konkurrenzkampf um die Plätze. Der angeschlagene Schmelzer hat es schwer, weil BVB-Kollege Durm überzeugt hat. Auch Mustafi auf der Kippe, genau wie Ginter. Und Großkreuz muss nach Eskapaden ebenfalls um sein WM-Ticket bangen. Die Erwartungshaltung vor dem Turnier riesengroß. Jetzt gehen wir in das Turnier nicht anders mit den anderen Vorgaben als bei den letzten Turnieren. Wir wollen weit kommen, wollen ins Finale und haben natürlich das Ziel, Weltmeister zu werden. Löw sagt selbst, die Zeit der Reden und Ausreden ist vorbei. Und auch die Zeit im Passaiatal ist passé. Die erste Etappe der selbsternannten WM-Überflieger.